Wie lange soll ich eigentlich Zähne putzen? Das ist eine spannende Frage, oder? Oder eigentlich auch nicht? Mir wurde diese Frage gestellt auf Instagram und ich habe einfach mal so ein bisschen länger darüber nachgedacht, was heißt das eigentlich? Jackie, meine Kamerafrau hinter der Kamera, wie lange putzt du eigentlich Zähne? 6 Minuten. 6 Minuten? Horror, oder? Also, was ich dir in diesem Video einfach vermitteln möchte, ist, Zeit ist relativ und was heißt eigentlich dann Zähneputzen? Mein Name ist Andrea Jakob und ich bin seit mehr als 20 Jahren Zahnärztin und in diesem Video möchte ich dir einfach mal so ein paar Tipps geben und vielleicht Gedankenanregungen, was es eigentlich heißt, soll ich jetzt 2 Minuten Zähneputzen, 3 oder vielleicht 6 Minuten? Schau, Zähneputzen ist wichtig, das wissen wir alle, weil die Belege, die wir einfach beim Essen, beim Trinken auf unseren Zähnen, ja, die da verbleiben, sind einfach die Nahrungsgrundlage für Keime und Bakterien. Deswegen sollte es für die meisten einfach selbstverständlich sein, morgens, abends Zähne putzen. Aber jetzt ist die Frage, wie lange? Schau, Zeit ist relativ, ja, das wissen wir alle. Was bedeutet das denn jetzt, wenn wir zum Beispiel sagen, es kommt ein Teenager und sagt, oh, ich putze 3 Minuten. Jetzt ist erstmal die Frage, ist es gefühlt 3 Minuten oder hast du wirklich so ein Zeitmesser, dass du so eine Sanduhr hast oder hast du eine elektrische und Schallzahnbürste, wo ja oft so ein Timer integriert ist? Da schreib mir gerne mal, was du bevorzugst, weil an dieser Stelle der erste Tipp, eine elektrische Zahnbürste, eine Schallzahnbürste, die putzt ja quasi schon für dich, ja? Die ist einfach wesentlich gründlicher in der Reinigung als die normale Handzahnbürste. So, wenn du dir das vorstellst, Teenager morgens, die so ein bisschen noch müde sind, die putzen, wenn du das Ganze mal anfärbst, gefühlt nur auf einer Stelle. Ja. So, jetzt ist ja die Frage, der sagt dir 3 Minuten geputzt, aber du denkst, wo denn? Ja? Also, es kommt schon so ein bisschen darauf an, wie ist die Putztechnik? Ja, weißt du, was ich meine? Da merkst du schon, wo das Ganze so hingeht. Wenn du dir jetzt vorstellst, ein älterer Mensch hat vielleicht nur noch 15 Zähne und sagt dir, er putzt 3 Minuten, dann ist das doch eine ganz andere Sache, als wenn du jemanden hast, der voll bezahnt ist, ja, und sagt, er putzt 3 Minuten, oder? Weil das ist relativ. Und letztendlich ist es ja so, es kommt ja auch darauf an, wie du versorgt bist. Ja, ob es vielleicht aufwendiger ist, weil du Zahnimplantate hast, weil du Brücken hast, all solche Geschichten. Deswegen, wir können an dieser Stelle eigentlich schon sagen, so pauschal zu sagen, soll ich jetzt 2 Minuten putzen, 3 Minuten putzen, 6 Minuten putzen, das lässt sich so ohne weiteres gar nicht beantworten. Und je länger man darüber nachdenkt, desto klarer wird es einfach, oder? Es ist ja auch die Frage, was sagen Menschen, wenn, oder was meinen Menschen, wenn sie sagen, ich putze 6 Minuten, so wie Jackie. Was heißt das? Die putzt garantiert nicht 6 Minuten mit der elektrischen oder Schallzahnbürste, weil das weiß ich halt, das ist meine Angestellte. Die nimmt halt alles, was es gibt. Ja, alle Hilfsmittel. Zahnseide, Superfloss, Interdentalbürstchen und dann sind 6 Minuten schon wahrscheinlich schon wieder relativ kurz. Ja, also die Frage ist eben, was bedeutet 2 Minuten, 3 Minuten Zähne putzen. Und wenn du es ganz genau wissen möchtest, dann kannst du dir als nächsten Tipp einfach im Internet, und ich habe mir überlegt, ich werde wahrscheinlich auch da mal ein Video drüber machen und das selber mal ausprobieren, Anfärbelösungen kaufen. Also so ähnlich, es gibt es so ähnlich wie eine Mundspüllösung, dass du es ausspülen kannst, weil du musst es natürlich gleichmäßig im Mund verteilen. Oder es gibt sogenannte Surge-Tabletten. Das heißt, das sind diese Anfärbe-Kautabletten. Da ist es ja auch immer so, dass die Kinder, wenn du denen das kaufst, die sind ja auch ganz schlau. Ja? Die kauen ja nur auf einer Seite. Witzig. Ne? Ist auch nur eine Seite angefärbt und die andere Seite sieht aus wie geputzt. Das ist natürlich auch nicht der Sinn der Übung. An dieser Stelle ein ganz wichtiger Tipp am Ende dieses Videos. Bau dir ein System auf, bau dir eine Routine auf, wie du das Ganze wirklich pflegst. Ob es 3 Minuten für dich ist, ob es 6 Minuten individuell für dich ist oder vielleicht sogar 10 Minuten, weil du auch noch mit einem Vergrößerungsspiegel arbeitest. Das ist ein kleiner Hack am Rande, dass man einfach gut beleuchtet gucken kann. Aber viel wichtiger finde ich, das sehe ich doch immer wieder in meiner täglichen Routine in der Zahnarztpraxis, dass ein Rechtshänder zum Beispiel
auf der linken Seite viel angenehmer putzen kann. Und andersrum ist es auf der anderen Seite unangenehmer. Das heißt, such dir einfach oder überleg dir mal, wo putzt du am liebsten und da putzt du am Ende der Putzzeit. Ja, weil zu Anfang, wenn du dir da die Stelle suchst, wie zum Beispiel von innen, ich weiß, es gibt Putztechniken, die will ich gar nicht in Frage stellen, aber wir müssen ja einfach gucken, was ist Real Life. Und Real Life ist, dass die meisten Menschen von innen am wenigsten putzen. Also fang da an, weil du da noch motiviert bist. Und wenn die Zeit immer bei deiner individuellen Putzzeit abgelaufen ist, dann machst du die Zeiten und die Flächen, die einfach viel einfacher und angenehmer sind. So, jetzt am Ende des Videos, schreib mir einfach mal, wie lange putzt du denn? Kannst du diese Frage nach diesem spannenden Video überhaupt noch beantworten? Ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Das Video hat mir echt Spaß gemacht, weil man kommt in immer höhere Sphären, was das Ganze bedeuten könnte. Schön, dass du dabei warst. Bleib bitte gesund. Bis zum nächsten Video. Ciao.